Letztes in dieser Einführung jetzt kurz eine Übersicht über ausgewählte Leistungsbauelemente machen. Das heißt, das ist jetzt nicht vollständig, was kommt, sondern eine Auswahl, was wir in dieser Vorlesung besprechen wollen. Ein paar Sachen sind bewusst weggelassen. Das heißt, wir schauen uns an die Halbleiter Schalter, nenne ich die mal, also Halbleiter Leistungsbauelemente. Und weil die im Schalterbetrieb eingesetzt werden, nennen wir die Halbleiter Schalter. Und die können wir aus Sicht der Leistungselektronik jetzt in unterschiedliche Kategorien einteilen. Zunächst mal unterscheiden wir in der Leistungselektronik zwei Gruppen. Zunächst, ob wir sagen, wir haben die ungesteuerten Schalter und wir haben gesteuerte Schalter. Das heißt, ungesteuerte Schalter haben keinen Steueranschluss, wie vorhin diese Spannung UST, sondern die werden ein- und ausgeschaltet durch die Schaltung, in der sich die befinden. Das wird auch klar, wenn wir jetzt sehen, was das ist. Das heißt, die ungesteuerten Schalter sind im Wesentlichen die Gruppe der Dioden an dieser Stelle. Man könnte jetzt hier noch so einen sogenannten Diakin zumachen. Wir betrachten hier aber bloß die Diode. Und da unterscheiden wir im Wesentlichen zwei Gruppen: die sogenannte Pin-Diode oder Leistungsdiode, darüber werden wir uns später noch unterhalten. Und die zweite große Gruppe wären Schottky-Leistungsdioden, die wir hier haben. Symbol in beiden Fällen werden wir hier an der Stelle das übliche Diodensymbol benutzen. Das heißt, wir unterscheiden jetzt hier nicht in den Symboliken zwischen Schottky und Pindiode. Das sind die ungesteuerten Bauelemente, also die, deren Schaltzustand nur bestimmt wird durch die Schaltung selber. Und dann gibt es die gesteuerten Bauelemente, wobei man hier nochmals unterscheidet. Es gibt einschaltbare Bauelemente. Das ist im Wesentlichen ein Bauelement, das lange Zeit sozusagen das Hauptbauelement der Leistungselektronik war. Das ist der sogenannte Thyristor. Das ist ein einschaltbares, einrastendes Bauelement, aber es ist nicht ausschaltbar. Der Thyristor hat ein Symbol wie eine Diode, aber mit einem zusätzlichen Anschluss hier. Dieser zusätzliche Anschluss wird Gate genannt. Ansonsten die beiden anderen Anschlüsse Anode und Kathode. Und man kann den sich jetzt ein bisschen vereinfacht vorstellen wie eine gesteuerte Diode. Im Englischen wird er als SCR bezeichnet, also SCR. Mal kurz rein. SCR im Englischen Silicon Controlled Rectifier. Und dann gibt es die größere Gruppe oder vielleicht die interessantere Gruppe, sagen wir es mal so, für uns jetzt. Das sind die ein- und ausschaltbaren Bauelemente. Das sind im Wesentlichen, was wir hier betrachten wollen, drei Stück. Eins lassen wir weg. Wir werden gleich sehen, welcher das ist. Das sind zum einen an dieser Stelle GTO IGCT, wobei vielleicht GTO wichtiger ist. Das sind abschaltbare Thyristoren. Haben also dasselbe Symbol wie der Thyristor, nur hier an dem Gate-Anschluss. Die Abschaltbarkeit wird gekennzeichnet durch diesen Querstrich an dem Gate-Anschluss, dass man sehen kann, okay, das ist ein ein- und ausschaltbarer Schalter. Dann den Leistungs-MOSFET an dieser Stelle können wir uns zunächst mal von der Funktion her grob so vorstellen, wie wir das in der Elektronikvorlesung kennengelernt haben, mit den Anschlüssen Gate, Source und Drain. Werden wir später nochmal im Detail ein bisschen auf die Unterschiede draufgehen. Und als letztes hier an der Stelle IGBT, Insulated Gate, Bipolar Transistor, eine Kombination aus einem bipolaren Leistungsbauelement und einem MOSFET, mit den Anschlüssen Gate, Emitter und Kollektor. Das sind also jetzt ganz grob die Bauelemente, die wir hier betrachten wollen. Was jetzt hier weggelassen ist, sind Spezialformen, zum Beispiel beim Thyristor gibt es noch den sogenannten Triac. Bei Dioden, wie gesagt, es gibt noch Diacs, das sind quasi wie Triacs ohne Steueranschluss. Und was wir auch weggelassen haben, sind bipolare Leistungstransistoren, da die jetzt nur dann im Wesentlichen eine Rolle spielen, wenn die Kosten niedrig sind. Und ansonsten man häufig versucht, entweder Leistungs-MOSFETs oder IGBTs einzusetzen, weil die bessere Eigenschaften haben. Zunächst noch kurz hier festgehalten, was diese Abkürzungen noch bedeuten. Wir hatten hier diese Abkürzung GTO. Das ist der abschaltbare Thyristor. Können wir auch bezeichnen. In Englisch steht das für Gate Turn Off Thyristor.
Dann hatten wir hier diese Abkürzung IGCT. Das bezeichnet einen sogenannten Integrated Gate Commutated Thyristor. Das ist, wenn man so möchte, eine Kombination aus einem GTO mit einer Ansteuerelektronik, die dafür sorgt, dass für den Anwender sozusagen der GTO über ein Logiksignal direkt abgeschaltet werden kann. Also es ist eine Integration vom GTO plus einer Ansteuerelektronik in einem Board. Und als letztes, was wir noch hier hatten, IGBT an der Stelle, ist die Abkürzung, die steht für Insulated Gate Bipolar Transistor, ein Bauelement, das wir jetzt noch nicht kennengelernt haben an dieser Stelle, aber tatsächlich eins der wichtigsten Bauelemente, speziell im Bereich der Antriebstechnik, Frequenzumrichter und im Bereich höherer Spannung, dort ist eher das Bauelement der Wahl. Jetzt wollen wir noch ganz kurz an der Stelle uns ideale Kennlinien von diesen Bauelementen angucken. Das heißt tatsächlich, in der Leistungselektronik muss man häufig unterscheiden, will ich jetzt eine Schaltung verstehen auf Systemebene oder will ich sozusagen das Bauelement detailliert im Sinne der Halbleiterelektronik verstehen. Und häufig für ein Schaltungsverständnis reicht es aus, so Bauelemente idealisiert zu verstehen. Und das wollen wir uns mal kurz angucken, wie denken wir, wenn wir so Bauelemente in der Schaltung haben, was die letztlich tun. Bei diesem idealisierten Verhalten vernachlässigen wir zum Beispiel Verluste. Wir wollen es jetzt immer hier an der Stelle machen, indem wir eine Stromspannungskennlinie sozusagen in einem 4-Quadranten-Kennfeld einzeichnen. Das heißt, was ich hier mache, wird sein, ich mache hier mein Koordinatensystem I über U. Wir wollen uns jetzt anschauen für unterschiedliche Bauelemente tatsächlich, was machen die sozusagen auf Systemebene. Fangen wir an als erstes mit der Diode. Das heißt hier als erstes die Diode. Wir haben eine Spannung U über der Diode zwischen Anode und Kathode und den Strom I, der durch die Diode fließt. Und jetzt wäre die Frage, okay, tatsächlich, wie verhält sich diese Diode, wir wissen aus der Elektronik, eine Diode hat einen Auszustand, immer dann, wenn die Spannung zwischen Anode und Kathode an dieser Stelle negativ ist, sind wir in Sperrrichtung. Das ist sozusagen der Auszustand hier. Das heißt, hier in diesem linken Bereich sperrt die Diode und versuchen wir eine Flussspannung anzulegen, eine positive Spannung zwischen Anode und Kathode, wird ein Strom fließen können. Und in diesem idealisierten Modell entsteht dann kein Spannungsabfall und die Diode ist eingeschaltet. Das wäre sozusagen vom Verständnis her das idealisierte Verhalten der Diode durch die externe Beschaltung wird der Schaltzustand bestimmt. Entweder liegt eine Sperrspannung an, dann sind wir im Auszustand, es kann kein Strom fließen, oder wenn wir versuchen, eine Flussspannung anzulegen, kann ein beliebig hoher Strom durch dieses Bauelement fließen. Dann wollen wir als zweites Bauelement jetzt betrachten, hier den Thyristor. Das heißt, hier jetzt mit dem zusätzlichen Gate-Anschluss zwischen Anode und Kathode. Hier nehmen wir auch die Spannung U und den Strom I. Wobei wir jetzt hier noch einen zusätzlichen Strom IG betrachten, der ins Gate reinfließt. Und wenn wir jetzt den Thyristor uns angucken, dann können wir eigentlich Folgendes sagen. Der Thyristor kann sowohl bei positiven wie auch bei negativen Spannungen sperren. Manchmal unterscheidet man zwischen sperren und blockieren. Das heißt, es gibt eigentlich zunächst mal, wenn wir später sehen, die Halbleiterstruktur betrachten, keine Möglichkeit, dass dort ein Strom fließen kann. Sowohl für positive als auch für negative Spannung haben wir zunächst mal so einen, in Anführungszeichen, Auszustand. Man kann ihn jetzt aber für den Fall, dass man hier im Bereich der positiven Spannung von Anode nach Kathode ist, das heißt in dem Bereich, wo eine Diode normalerweise leiten würde, kann man ihn einschalten, wenn man einen kurzzeitigen Impuls auf das Gate drauf gibt, dort einen kurzzeitigen Strom fließen lässt. Das heißt, wenn der Strom IG größer als 0 wird, ganz grob, tatsächlich gibt es dafür Grenzwerte, wird er sozusagen einschalten, den Zustand wechseln von aus nach ein und dann beliebig die Ströme führen können. Umgekehrt wird er ausschalten, wenn hier sozusagen der Strom zu 0 wird. Das heißt hier, wenn I gleich 0 wird, sozusagen ein bisschen vereinfacht, wird er ausschalten. Das ist natürlich stark vereinfacht, aber es reicht häufig aus, um Schaltung zu verstehen. Das heißt, an dieser Stelle
Thyristor können wir uns ganz vereinfacht so vorstellen als eine einschaltbare Diode. Das Ausschalten verläuft aber genauso wie bei der Diode. Dann schauen wir uns das dritte Bauelement an, diese GTO, der IGCT. Betrachten wir jetzt nur mal GTO an dieser Stelle. Was ist jetzt der Unterschied? Tatsächlich werden wir beim GTO hier die Möglichkeit haben, das Bauelement auch abzuschalten. Das heißt, an diesem Gate-Anschluss, wenn dort ein Strom fließt, können wir jetzt hier das Bauelement nicht nur einschalten, sondern auch ausschalten. Das heißt, tatsächlich werden wir zunächst mal die beiden Zustände haben wie beim Thyristor. Wir werden einen Sperrzustand und einen Blockierzustand haben. Zunächst werden wir kein Signal am Gate reingeben, aber wir können dann jetzt an dieser Stelle in den Einzustand wechseln, analog zum Thyristor. Dadurch, dass wir einen kurzen Stromimpuls aufs Gate geben, wenn wir in diesem Vorwärtsblockierzustand sind an der Stelle, das heißt hier IG größer 0. Wir können aber auch abschalten, wenn IG kleiner als 0 wird. Das heißt, er ist abschaltbar an dieser Stelle übers Gate, daher auch der Name Gate Turn Off Thyristor. Das heißt, das ist ein- und ausschaltbares Bauelement GTO. Und jetzt wollen wir noch die letzten beiden uns angucken. Das heißt hier den MOSFET, das Symbol, was wir schon kennen, diesen N-Kanal, selbstsperrenden N-Kanal MOSFET, was der häufigste ist in der Leistungselektronik mit der Spannung U zwischen dem Drain-Anschluss und dem Source-Anschluss und der Spannung UGS hier als Steuerspannung zwischen Gate und Source. Schauen wir auch da die Kennlinie an, mache ich hier mal daneben, wie das dort aussieht. Und dort werden wir jetzt hier Folgendes haben. Der MOSFET wird zunächst mal für positive Spannung UDS sperren, haben wir den Auszustand. Und wir können ihn dann einschalten in einen Einzustand, wenn wir zwischen Gate und Source eine Spannung anlegen, die größer ist als die Schwellspannung. UTH des MOSFETs. Das war diese Spannung, mit der wir einschalten können. Und umgekehrt zum Ausschalten an dieser Stelle legen wir eine Spannung an UGS, die kleiner als die Schwellspannung ist. Typischerweise nimmt man hier Werte, die viel, viel größer sind, um das ein- und auszuschalten. Das wäre jetzt zumindest mal die grobe Idee. Aber Achtung, jetzt Besonderheit bei dem MOSFET. Ein MOSFET kann auch im eingeschalteten Zustand einen Strom in Rückwärtsrichtung führen. Dem Kanal ist es egal, in welche Richtung der Strom fließt. Ein MOSFET kann auch in negative Richtung einen Strom fließen und er wird nie in der Lage sein, oder zumindest bei den meisten praktischen, eine Spannung in Rückwärtsrichtung zu sperren, weil er eine aufbaubedingte Invers- oder Bodydiode hat. Das heißt tatsächlich, selbst wenn man ihn nicht einschaltet, wird hier über eine antiparallele Diode ein Strom an dem MOSFET fließen. Und dann machen wir als letztes jetzt den IGBT. Der IGBT verhält sich in gewissen Bereichen ähnlich wie der MOSFET. Das heißt, er wird gesteuert über die Gate-Emitter-Spannung zwischen dem Gate-Anschluss und dem Emitter-Anschluss. Die Spannung liegt zwischen Kollektor und Emitter, verhält die ab und der Strom I ist der hier reinfließt in den Kollektor-Anschluss. Und wollen wir jetzt auch hier betrachten in diesem Kennlinienfeld, wie der sich idealisiert verhält. Das heißt, auch hier werden wir zunächst für positive Spannung UCE den Auszustand kriegen und wir können jetzt hier ähnlich wie beim MOSFET wechseln in einen Einzustand an dieser Stelle, wenn wir eine Spannung anlegen zwischen Gate und Emitter, die größer ist als auch hier der Wert der Schwellspannung. Hier auch wieder viel, viel größer als UTH. Und umgekehrt werden wir ausschalten können an dieser Stelle, wenn die Gate-Emitter-Spannung viel, viel kleiner wird als UTH. Jetzt eine kurze Ergänzung dazu. Tatsächlich, idealerweise, ich mache das jetzt ein bisschen gestrichelt hier ein, könnte ein IGBT auch negative Spannungen sperren. Tatsächlich werden die meisten aber in einem Modul verbaut sein oder als Bauelement verbaut sein mit einer Diode in Rückwärtsrichtung und werden dann in Rückwärtsrichtung einen Strom leiten. Von der eigentlichen Halbleiterstruktur her könnten sie aber sperren.
Und das zweite, was sein wird, ein IGBT wird im Unterschied zum MOSFET keinen Strom in Rückwärtsrichtung führen können, weil hier der Stromfluss über einen Flussrichtung gepolten PN-Übergang stattfindet. Das heißt, im eingeschalteten Zustand kann tatsächlich hier bloß ein positiver Strom fließen. Das sind also jetzt die Bauelemente oder das grobe Bauelementverhalten der Bauelemente der Leistungselektronik. Auf dieser Basis, jetzt ohne weiteres besprochen zu haben, können wir ganz grob verstehen, wie leistungselektronische Schaltungen arbeiten, in denen diese Bauelemente eingebaut sind. Wir werden jetzt aber im Folgenden in diesem Kapitel noch einige Dinge besprechen, die aus Anwendersicht eine Rolle spielen. Wie entstehen zum Beispiel Leitverluste? Unterscheidet die Bauelemente in ihrem Schaltverhalten? Welche weiteren Einschränkungen gibt es da dann noch?